Ja, ich glaube, Kasper hat das schon eben richtig gesagt. 44 Minuten gespielt, 2-0 für Mainz. Da stimmte irgendwas nicht. War überraschend. Wir waren, so wie er es eben auch gesagt hat, wir waren, glaube ich, in der ersten Halbzeit besser dran. Wir haben klarer gespielt, besser gespielt. Wir haben unsere Möglichkeiten eben nicht genutzt. Und deshalb war es für uns überraschend, 2-0 hinzulegen. Wir sind da böse bestraft worden. Das Gute ist aber an meiner Mannschaft, dass sie nicht aufgibt. Dass sie nachlegt und dass sie wieder dran war, dass sie das auch über 90 Minuten gemacht hat. Wir haben natürlich auch dann die Situation gehabt, dass wir noch in der ersten Halbzeit das Tor machen können, was wichtig war, was auch für das Selbstbewusstsein wichtig war, dass wir dann in der zweiten Halbzeit nachgelegt haben. Aber es war mehr als unruhig. Es war nicht eine klare Linie zu sehen. Das ist eben das, was wir, sage ich mal, vielleicht auch noch an größerer Baustelle haben, dass wir ruhiger, sicherer spielen müssen. Wir geben zu einfach den Ball ab und bringen dadurch den Gegner natürlich immer wieder in Situationen. Und das ist mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Einsatz dann immer wieder nur wettzumachen. Und deshalb muss ich meine Mannschaft auf der anderen Seite wieder loben, dass sie diesen Einsatz dann auch zeigt und dass sie nachlegt. Beide Mannschaften hätten das Spiel entscheiden können. Ja, ich glaube, wir hatten die letzte. Ja, das wär schön gewesen. Aber es hat dann eben nicht gepasst. Wir sind nur einmal wirklich schön durchgekommen, haben das gut gemacht, aber konnten da die Situation für uns nicht entscheiden. Deshalb ist es so. Es ist ein sehr spannendes Spiel gewesen, sehr unruhiges Spiel gewesen. Ich glaube, es war zu keiner Sekunde langweilig. Man kann sicherlich von den Kombinationen her mehr sehen, mehr erleben, aber ich glaube, dass man trotzdem beide Mannschaften loben kann, dass sie sich nichts geschenkt haben und dass sie alles versucht haben auf dem Weg, wie man das eben auch probiert hat. Vielen Dank.